Hi Leute, herzlich willkommen bei Berlin ganz im Moor. Heute machen wir mal einen ganz kleinen Schusstest auf 7 Meter auf dem harten Kürbis mit der Glock 43er RAM. Ja. Wir nehmen mal diese Fastballs. Ja. Mal kurz mal zeigen. Ja, die nehmen wir dazu. Ich finde die gar nicht mal so schlecht. Ja. Die Teile, die nehmen wir mal dazu. Ja, CO2-Kapsel liegt hier und dann halt die Glock. Ich packe das mal aus. Zack. Genau, und hier haben wir die Glock. Ja, und mit der ballern wir mal auf 7 Meter in den Kürbis. Und mal sehen, wie der Schaden halt bei der Waffe ist. Ich bin gespannt. Ja. Machen wir ein Magazin raus. Mal die Waffe hier weg. Hier haben wir das Magazin. Ja. Drehen wir mal hier beiseite. Machen wir mal die CO2-Kapsel rein. Mal ein bisschen drehen hier. Zack. Fest, 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 fest. So, gut, so, jetzt haben wir die festgedreht hier. Laden wir die mal schnell noch. Ja. So, das Ding hält auch hier unten fest. Machen wir mal hier 8 Schuss rein von den Geschossen. Ja. Und mal sehen, wie die Durchschlagskraft auf jeden Fall bei der Glock halt ist. So. Ja, jetzt drehen wir das hier nochmal. So. Und jetzt ist er halt eigentlich ready to go. Ja. So. Also, dann sehen wir uns beim Kürbis wieder. Bis gleich. So, dann schießen wir mal jetzt auf den Kürbis. Ja, Glock ist geladen auf 7 Meter. So, dann noch mal 8 Schuss. Mal noch mal mit diesen blauen Balls, ja, von der TVE-Reihe. Die sind ein bisschen schwerer als die wir jetzt genommen haben. Dann schießen wir noch mal 5 Stück und dann sind wir durch. So, ich finde die blauen Balls bohren sich ein bisschen mehr rein in den Kürbis, weil die ein bisschen schwerer sind. Die schlagen ein bisschen derber ein wie die Fastballs. Die Fastballs waren auch schon sehr gut. Und man sieht ja unten da am Kürbis auch ein paar Einschusslöcher mit den schwarzen Fastballs. Aber die blauen Balls von der TVE Serie 43er Kaliber, die schlagen ein bisschen heftiger ein, weil sie halt auch ein bisschen schwerer sind. Ne? Also cooles Ergebnis, wie ich finde. Ja, für die Waffe auf jeden Fall sehr nice, sehr gut. Ja, und ich bin, wie gesagt, raus. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, der Schusstest auf den harten, schönen Kürbis. Hier sind wir nochmal. Hier haben wir nochmal die Balls, ja, ich habe hier mit diesen blauen geschossen. Ja, das sind die anderen von Omarex, die sind ein bisschen schwerer. Die haben ein bisschen mehr Durchschlagskraft, aber diese hier, die Fastballs, die sind auch nicht schlecht. Also ich kann die Munition echt empfehlen, finde ich echt cool. Ja, hätte ich nicht gedacht, dass die so cool sind. Ja.
Wir haben jetzt diesen Kürbis, der ist schon ein bisschen vergammelt. Und wenn ich das jetzt mal so drehe, hoppala, sitzen hier dann halt die Geschosse drin. Ja. Hier mal einen Einschuss, hier mal einen Einschuss, hier unten und hier halt, hier auch halt, ne? Schön abgeplatzt alles. Na, und hier haben wir dann die Bolt sitzen. Na, gucken wir mal. Die sitzen ganz schön tief drin, die gar nicht so raus. Muss da mal eine Gabel nehmen. Genau, hier haben wir dann den anderen Ball. Die sitzen echt fest drin. Ja, hier. Also, und hier, die sitzen noch mehr, noch fester drin, diese blauen Dinger. Kriegt die gar nicht raus. Ups, da haben wir einen. Der saß echt tief drin. Der hier, der will gar nicht raus, den muss ich echt rausschneiden. Ja, das Geschoss hier, zack, jetzt ist er auch draußen. Ups. Ja. Und ich finde das gar nicht mal so schlecht, das Ergebnis von der Glock 43er RAM Kaliber. Ja, und das war hier auf 7 Meter. Und da hat die dann schöne Einschläge gemacht. Wie gesagt, hier mal ein Durchschuss. Hier unten auch. Und hier halt auch. Ja, und hier ist halt am dicksten der Kürbis. Ja, ist echt crazy, wie ich finde. Ja. Gut, das war's jetzt zum Schusstest. Ich wünsche euch noch einen schönen, angenehmen Abend. Berlin ganz im Moor. Bis dahin.